Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Wir sind soweit. Und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Noch 30 Sekunden in dieser Session.
Enzo, du hast Q2 erreicht. Alles ist bereit. Mit den angefahrenen Reifen müsstest du eigentlich früher pushen können, wenn sie mal auf Temperatur sind. Fast kein Benzin mehr, fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten 2 Runden an die Box.
scheint eine Menge Zeit in Sektor 2 zu verlieren. Auf der Strecke ist kaum was los. Jede Menge Platz. Deine Zeiten in den Sektoren 1 und 3 sind violett, aber du verlierst viel Zeit in Sektor 2. Noch 5 Minuten in dieser Session. So, du hast es in Q3 geschafft. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das Auto ist fertig. Los geht's. We'll be right back.
noch eine Minute. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Damit hast du gute Chancen auf den Rennsieg morgen. Klasse gemacht! Legen wir los.
auf Vettel. Er ist dir dicht auf den Fersen. Er versucht, die Lücke zu schließen. We'll be right back.
Vettel. Er ist dir dicht auf den Fersen. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Vettel kommt dir langsam aber sicher näher. In den nächsten 5 Runden an die Box kommen. We'll be right back.
wegen unsportlichen Verhaltens. Dagegen können wir nichts machen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten drei Runden rein. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Dein Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Sekunden Rückstand. Gib Gas. Rundenzeiten bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Schätzungen kommt Vettel in drei Runden zum Reifenwechsel rein. Maldonado ist hinter dir. Sein Rückstand beträgt 5 Sekunden. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Ist für dich bereit. Komm diese Runde rein.
Mann auf den Verkehr. Dir und deinem Hintermann ist eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch sie zu vergrößern. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Maldonado ist hinter dir. Sein Rückstand beträgt 5 Sekunden. Nico ist auf dem Weg an die Box. Nico an der Box. Im Auto vor dir liegen etwa 7 Sekunden. Thank you.
Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Ricardo wird wohl innerhalb der nächsten 4 Runden zum Reifenwechsel kommen. Den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an. Ausgerechnet, dass die Rester innerhalb der nächsten 5 Runden an die Box muss. Ricardo liegt 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Ricardo fällt pro Runde etwa 2 Sekunden zurück.
musst weiter pushen. Du hast 7 Sekunden Vorsprung auf das Auto hinter dir. Du gewinnst mehrere Sekunden pro Runde. Die weichen Reifen auf. Er legt jetzt seinen kürzeren Stint ein. Dein Hintermann hat neuere Reifen als du. Behalt ihn im Auge. Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Auf geht's. We'll be right back.
Dieser Mann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Du hast 4 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Sieht aus, als ob Button demnächst zum Boxenstopp kommt. Du hast eine ziemliche Lücke auf deinen Verfolger herausgefahren. Läuft auf Verkehr auf. Sei vorsichtig. In den nächsten Runden deutlich besser werden, wenn du halbwegs dort landen willst, wo wir dich erwartet haben. Das ist die Raptor. Schnapp ihn dir. Du bist in Sektor 3 schneller als der Fahrer vor dir. Versuch ihn zu überholen. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung.
hoffen, dass Dudil bald an die Box fährt. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Sekunden vor dir. Jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen.
rechten Ausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Du hast einen neuen Satz harte Reifen. Nur noch ein Stopp für dich. Noch ein Stopp. Eine Gruppe langsamerer Wagen. Bottas demnächst zum Boxenstopp kommt. Momentan etwa 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Versuch die Lücke zu verkleinern.
innerhalb der nächsten vier Runden an die Box kommen. Ist der nächste, nur 5 Sekunden vor dir. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Du holst pro Runde eine Sekunde am Button auf. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen nur 4 Sekunden. Du musst weiter pushen. Hat Rosberg die weichere Mischung gegeben. Rosberg jetzt auf weichen Reifen. Dein Vordermann liegt 4 Sekunden vor dir. 4 Sekunden.
musst ihn überholen. Du musst ihn überholen. Sehr gut. Versuch, dieses Tempo zu halten. Genau das brauchen wir jetzt. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Gutes Tempo.
durch die Red Star wird jede Runde etwas größer. Sekunden hinter ihm. Gebt Gas. Schnapp ihn dir! Auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Wir sind in Sektor 1 schneller als das Auto vor uns. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Benzingemisch. Mageres Benzin. Gemisch 1.
Hintermann kommt näher. Du musst pushen. Eine Sekunde schneller als das Auto hinter dir. Dem Auto vor dir liegen 3 Sekunden. Du musst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Was wir wissen, ist bei Alonso in den nächsten Runden ein Boxenstopp fällig. Deine Reifen sind ziemlich abgefahren. Sei in Kurven vorsichtig, du hast kaum Traktion. We'll be right back.
keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Sekunden voraus. Die Resta ist langsamer als erwartet. Womöglich hat er ein Motorproblem.
fünf Plätze hinter Nico. Fünf Plätze trennen euch. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Fährt zwei Plätze vor dir. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Klasse, pushen, pushen.
Sekunden Rückstand auf deinem Vordermann. 3 Sekunden. Rekunde pro Runde liegen.
Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus.
Vergleich mit Nico sind deine Rundenzeiten ungefähr eine Sekunde schlechter. Rundenzeiten sind etwa 3 Sekunden schneller als deine. Gute Leistung, gut gemacht!